Mein Notarzt und ich haben Dienst auf dem NEF und kriegen einen Einsatz Reanimation in einer Arztpraxis, also eine Wiederbelebung. Das heißt, wir natürlich schnell unser NEF besetzt und hin da. War eine etwas ländlichere Region, kommen dort an, parken unten vor der Arztpraxis und gehen rein. So, mussten wir erstmal in den zweiten Stock laufen, Fahrstuhl war kaputt, mit dem ganzen Gerüdel da hoch, ne, keine Luft mehr. Machen die Praxistür auf und gehen rein. So, und dann stehen wir vor diesem Tresen, wo immer die Damen sind, die dann einen begrüßen dort. Und Karte! Ne, die. Ja, auf jeden Fall sitzt da eine etwas jüngere Dame, relativ ruhig, und hackert da auf ihrem PC rum. Und ich frage dann, sag mal, wo müssen wir denn hin? Wir haben hier einen Einsatz mit laufender Reanimation oder irgendwas? Wo ist denn der Arzt? Wo müssen wir hin? Und sie ganz ruhig, ne, ja, müsst ihr den Gang mal runter und dann ganz hinten rechts ist eine Tür da. Okay, mein Arzt und ich, wir den Gang darunter, eine recht große Arztpraxis, wieder aus der Puste, Schweiß gebadet, gehen dahin, rechte Seite war dann eine Tür, die war geschlossen, machen die Tür auf, dunkler Raum, kein Licht an, wirklich nicht, ne? Dann ist da eine Pritsche drin und da liegt eine Person drauf. Ich mach das Licht an, ohne Witz, Leute, ist wirklich passiert. Auf dem Körper des Patienten lag so ein Post-it-Zettel, wo drauf stand handschriftlich, bitte reanimieren, Ausrufezeichen. Ich gucke meinen Arzt an, ich sage, das ist jetzt nicht wahr. Mein Arzt raus, ne, sagte, geht auf den Flur, sofort den Arzt hier! Da durch die Praxis gebrüllt. Ich habe dann schon mal den Patienten versucht, ein bisschen von der Wand abzuziehen, weil diese Trage stand an der Wand dran. Mein Arzt und ich dann den Patienten runter auf die Erde. Kurze Zeit später kamen die beiden Kollegen vom Rettungswagen und wir haben dann angefangen mit unserem Reanimationszyklus. Ne? War natürlich Asystol, also war reanimationspflichtig. Wir haben Defi rangemacht und Asystolie, ne? Also keine Herzaktivität. So, und fängt dann an zu drücken. Ich habe dann schon mal meine Medikamente aufgezogen. Die Kollegen vom RTW haben angefangen zu reanimieren. So, und mein Arzt irgendwann, ne, nachdem er die Erstversorgung gemacht hat und wir dann alles übernommen hatten, also die Kollegen vom Rettungswagen und ich, ist dann nochmal auf dem Flur, wo ist der Arzt? Und dann kommt da mit einmal so ein uralter Greis um die Ecke mit so einem langen Bart, also hätte der einen roten Anzug angehabt, hätte es der Weihnachtsmann sein können. Ja, ich bin hier der Arzt, was schreien Sie hier in meiner Praxis so rum, hier sind noch Patienten. Und dann sagt mein Notarzt, sind Sie nicht ganz dicht, der lag hier mit dem Zettel mit bitte reanimieren. Und dann sagt der Arzt eiskalt, ja, wieso, der ist doch schon älter, da ist doch eh nichts mehr zu machen. Und wir sind ja verpflichtet, wir müssen sie ja anrufen. So völlig genervt. Ja, Ende vom Lied war, wir haben den Herrn weiter reanimiert, haben ihn dann auch ins Krankenhaus verbracht, wo er dann ein paar Stunden später auch verstorben ist. Ja, und die Moral von der Geschichte, diese Arztpraxis war in, ich sag mal, nicht allzu ferner Zukunft einfach nicht mehr vorhanden und dieser Arzt hat nicht mehr praktiziert. Ich frage mich wohl, warum. Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!